Er ist einer der ungewöhnlichsten Klarinettisten der Gegenwart, David Orlowsky. Wir treffen ihn in Rostock bei den Proben zu einem Festivalkonzert. Mozart steht auf dem Programm, aber das ist nur eine seiner Seiten. Ja? Let's do it. Es ist der Klassiker schlechthin, die Mutter aller Klarinettenwerke. Aber mit Orlowsky und der jungen norddeutschen Philharmonie hüpft und tanzt und springt das A-Dur-Konzert von Mozart, dass es eine reine Freude ist. Ich bin immer überrascht, wenn ich mit Musikern spreche, die sagen, dass sie nicht gern tanzen. Also ich meine, wie kann man Musik machen und nicht tanzen wollen? In den letzten Jahren hat sich David Orlowsky einen Platz unter den gefragtesten Klarinettisten der Welt erspielt. Im Konzertgebäude ist er genauso aufgetreten wie in der Berliner Philharmonie. Aber der Virtuose mit dem Gespür fürs Tänzerische ist im Grunde seines Herzens ein Klezmer. Und auch in der jiddischen Folklore ist er ein Star. Im Klezmer geht man mit Rhythmus ein bisschen anders um. Das spielt eine viel größere Rolle als in der klassischen Ausbildung. Und ich glaube, dass einem das vieles erleichtert, was in der Klassik auch vorkommt. Nüchtern und bescheiden ausgedrückt. Denn Orlowsky reist zwischen den Welten der Musik ohne etwas von der hingehauchten Präzision und der fast beiläufigen Tiefe seines Ausdrucks einzubüßen. David Orlowsky stammt aus Tübingen, der kleinen Universitätsstadt im Südwesten Deutschlands. Mit 10 kam er zur Klarinette. Und wenig später verkündete der hochbegabte junge Musiker seinem klassisch geprägten Lehrer knapp, er werde nichts anderes mehr als Klezmer spielen. In dieser Kirche nahm er als Teenager an einem Workshop teil, bei Klezmerkönig Gyora Fetman. Der war von Orlowsky derartig begeistert, dass er ihn den nächsten Gyora nannte. Sobald ich improvisiere, kommt das aus dieser Quelle. Das kann ich gar nicht richtig abschalten. Also ich könnte jetzt nie eine große Staccato-Dur-Improvisation machen, sondern es kommt automatisch aus dem anderen Repertoire. Und wundersamerweise lassen sich Mozart und Klezmer zueinander führen. Wenn man beides nur tief genug durchdringt. Man kann eigentlich nur mit noch feineren Klangfarben arbeiten und mit Phrasierung, so Mikro-Timing-Sachen, dass man einfach mit festgeschriebenen 3 Noten auftakt, was Persönliches ausdrückt. Und das finde ich unglaublich spannend, da seine eigene Stimme zu finden und mit so festgeschriebenen Worten auszudrücken, was man sagen möchte. Man muss allerdings etwas zu sagen haben. So wie David Orlowsky.